Gross Admiral Thrawns militärisches Genie kommt nicht von ungefähr. Natürlich ist er unglaublich talentiert, aber wie glaubt er eigentlich, hat er es so hoch in die Ränge des Imperiums geschafft? Ich möchte euch in dieser Videoreihe, mittlerweile hier als zweiter Teil, die Geschichte Gross Admiral Thrawns innerhalb der imperialen Ränge und dem Aufstieg dieser nachverfolgen lassen. Heute widmen wir uns seinem ersten Treffen mit dem Imperator, als auch seiner Zeit in der Imperialen Akademie. Viel Spaß! Und damit auch Hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Das Video hier ist der zweite Teil einer wunderbaren Thrawn-Videoreihe, denn ich möchte euch Großadmiral Thrawn etwas näher bringen. Er spielt nämlich in den kommenden Disney-Plus-Rollen eine massiv wichtige Rolle. Grund für uns einmal zu schauen, wie er zu dem genialen Genie im Imperium geworden ist, das er letzten Endes wurde. Heute geht es zum ersten Treffen mit Imperator Palpatine, als auch seine Zeit in der Imperialen Akademie. Viel Spaß! Wir beginnen mit unserer Geschichte mit einer Zusammenfassung der letzten Folge von Thrawn. Zeitlich gesehen befinden wir uns ein paar Jahre nach Fall der Republik und Order 66. Die Klone werden mittlerweile sehr stark ausgetauscht durch aufstrebende Sturmtruppen und auch die Venatoren-Sternzerstörer sind kaum noch anzutreffen und mittlerweile sehr, sehr stark durch die Imperium 1-Klasse vertreten. Dort war Thrawn das erste Mal mit dem Imperium, wie wir es kennen, in Kontakt getreten. Auf einem abgelegenen Planeten wartete er auf das Imperium, stellte diese einigen Fallen und legte es im Endeffekt darauf an, vom Imperium aufgenommen worden zu sein. Er wusste ganz genau, dass der Imperator Interesse hatte an neuen Völkern, die dem Imperium bisher unbekannt waren. Dementsprechend wusste er genau, seine nächste Station wäre Coruscant, wo er dem neuen Imperator vorgeführt werden sollte. Als Thrawn, als auch sein Übersetzer Ilai Vanto und Captain Park, welcher ihn aufgegriffen hat, dem Imperator vorgeführt wird, wird klar, Thrawn kannte Anakin Skywalker. Diese Geschichte ist aber etwas für ein separates Video. Er war Anakin Skywalker einige Jahre zuvor als Commander der Chiss Aszendenz begegnet und dementsprechend war das Ganze für den Imperator hier nochmal ein Stück interessanter. Thrawn stellte sich dem Imperator als Mifra Nuru'uru vor oder seine Kurzkernweltform Thrawn. Und er erkannte die Möglichkeit und stellte dem Imperator seine Fähigkeiten und Dienste zur Verfügung. Er wusste ganz genau, dass der Imperator immer wieder daran interessiert sei, sein Reich weiter auszubauen. Und jemand aus den unbekannten Regionen, der auch dort schon militärische Erfahrung gesammelt hatte und anscheinend auch sehr, sehr klug war, wie er durch Captain Parks Begegnung mit dem Imperium bewiesen hatte, war für den Imperator eine potenziell sehr wichtige Bereicherung. So entschied der Imperator, dass Thrawn auf die Imperiale Akademie auf Coruscant geschickt werden sollte. Zusammen mit Ilai Vanto. Ilai Vanto sollte ja als Übersetzer gelten, denn Thrawn hatte bei einigen Wörtern in Basic-Sprache noch diverse Schwierigkeiten, diese zu verstehen. Der Imperator wusste genau, wenn Thrawn zusammen mit Anakin Skywalker gearbeitet hatte, war er nicht nur ein potenziell wichtiger Verbündeter, sondern auch jemand, der seiner rechten Hand Darth Vader wahrscheinlich auch schon von Nutzen sein durfte. Ilai Vanto, der jetzt als Übersetzer für Thrawn diente, war dementsprechend etwas skeptisch. Er kam ja selbst aus den unbekannten Regionen oder eher aus den äußeren Rändern des Imperialen Reiches und konnte mit Coruscant an sich nichts anfangen. Er wusste, hier sind wahrscheinlich die Eliten des Imperiums oder der imperialen Familien vertreten und es würde für Thrawn jemand aus den unbekannten Regionen und nicht Mensch und Ilai Vanto, jemand aus den äußeren Rändern des Imperiums, sicherlich nicht einfach werden. So überraschte es ihn aber extrem, als Thrawn nur die Möglichkeit bekam, hier nicht nur als Kadett durchzugehen, sondern auch als Lieutenant abzuschließen. 3 Monate hatte er Zeit, das wäre auch ursprünglich die Zeit gewesen, die Ilai Vanto noch als Kadett auf der Akademie hätte verbringen müssen, um seine Ausbildung abzuschließen. Ilai Vanto musste Thrawn erstmal darauf aufmerksam machen, dass es nicht normal ist, dass jemand vom Kadetten direkt zum Lieutenant wird. Und dementsprechend dürfte die beiden das auch in arge Schwierigkeiten bringen. Denn in dem Fall, wo du mit dem Lieutenant-Abzeichen durch die Imperiale Akademie gegangen wärst, würde es hier auf 3 potenzielle Wege hinauslaufen. Reaktion Nummer 1 der anderen Studenten hätte sein können, dass man Thrawn eventuell als Haustier des Commanders der Imperialen Akademie ansehen würde. Reaktion Nummer 2 wäre gewesen, dass man eventuell als gescheiterter Offizier wieder zurück an die Akademie geschickt worden wäre. Oder Nummer 3, und das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, man würde als Test für die anderen Studenten angesehen werden. Denn obwohl es im Imperium immer noch verboten war, gegenüber Nichtmenschen oder aber auch gegenüber Leuten, die aus dem Rande der Region kamen, irgendwo diskriminierend sich zu verhalten, so wusste man doch ganz genau, wie es teilweise in der Realität auch war, dass solche Menschen mit Rassismus zu tun haben.
Auf der Imperialen Akademie war das dementsprechend der Fall, dass die Studenten alles daran taten, um Eli Vanto als natürlich auch Thrawn, diesen unbekannten, aber auch sehr, sehr außergewöhnlichen Gespann, das Leben zur Hölle zu machen. Eines Tages wurden Thrawn und Eli Vanto auf einmal aus heiterem Himmel von zwei anderen wichtigen Studenten zu einer, ja, illegalen Glücksspielrunde möchte ich nicht sagen, aber zu einem Kartenspiel herausgefordert, welches in einer Matchstation stattfinden sollte, wo eigentlich nur Experimente erlaubt sind. Eli Vanto machte Thrawn darauf aufmerksam, dass das eigentlich nicht sein kann, da nur diese beiden Studenten sich eigentlich in diesem Raum aufhalten sollten, um für ihre Tests zu lernen und diese Experimente auszuüben. Der Aufenthalt von Eli Vanto und Thrawn war gegen die Regeln und so wusste man, in dem Fall, wo man erwischt worden wäre, würde es besonders die beiden sehr schwer treffen. Und so sollte es nicht anders sein, dass genau in dieser Situation, wo Karten gespielt worden sind und eine entbrannte Diskussion zwischen einem der Kadetten als natürlich auch Thrawn entfachte, wo Thrawn sarkastisch nach Militärtaktiken gefragt wurde, wie man auf Fallen reagieren würde und Thrawn darauf antwortete, es gibt keine perfekten Fallen, kam ein Offizier aus dem Nichts. Thrawn hatte das aber geahnt, dass diese Falle natürlich zuschnappen würde und so nahm er sich das Lieutenant-Abzeichen, welches er bisher nicht mal getragen hatte und so die anderen Kadetten gar nicht wussten, dass er schon den Rang eines Lieutenants bekleidete. Und ja, dieser Vorgesetzte, der war natürlich der Untergebene inoffiziell von Thrawn und so ging diese Falle komplett nach hinten los und wie ihr an den Bildern seht, die Kadetten, die Thrawn eigentlich hier die Falle stellen sollten, liefen mit ihrem Plan komplett gegen die Wand. Ein wenig von Wut zerfressen organisierten diese Kadetten einen Hinterhalt und überfielen Thrawn als auch Eli Vanto auf dem Weg zurück über Coruscant zu ihren Kabinen. Thrawn schaltete direkt. Er schubste Eli Vanto über einen Busch, weil er wusste, dass er selbst den Angriffen gut standhalten konnte, denn er war ein trainierter Soldat. Beobachtete die Taktik der Leute, Eli Vanto hatte Zeit von außen Steine in die Gesichter der Angreifer zu schlagen und dementsprechend konnte man sie letzten Endes Gott sei Dank auch vertreiben. Die Angreifer flohen, andere Kadetten außerhalb der Imperialen Akademie sahen das und eilten hier zu Hilfe. Doch die Angreifer wurden bis dato nicht gestellt. Dieser Fall wurde dann auch an Commander Dinlag, also den Leiter der Imperialen Akademie, weitergetragen. Hier stellte sich heraus, wer das Ganze war, also wer diesen Angriff wirklich provoziert hatte und auch ausgeführt hatte. Es stellte sich heraus, dass die Angreifer ebenso, wie Thrawn bemerkt hatte, sehr klug agierten, aus dem Hinterhalt, aus mehreren Richtungen, schleichend und auch mit genügend Vorbereitung. Dinlag wusste ganz genau, als Kommandant musste er diese Leute bestrafen, doch er wusste auch, dass diese zu wichtigen imperialen Familien auf Coruscant gehört hatten. Also, welche Bestrafung wäre hier gut, ohne den Namen von Commander Dinlag irgendwo in den Schmutz zu ziehen und gleichzeitig Thrawn weiter zu gefährden und trotzdem ein Statement zu setzen? Thrawn hatte ja eine Idee. Die Entscheidung sollte nicht auf persönlichen Gefühlen beruhen. Diese Entscheidung sollte auf logischen Konsequenzen basieren, welche besonders dem Imperium halfen. Er analysierte die Taktik der Angreifer und der Kommandant der Imperialen Akademie, als auch er kam zum Schluss, dass besonders das TIE-Abfangjägerprogramm für die Angreifer wahrscheinlich die beste Alternative war. So hatten die drei Angreifer eine blühende Karriere unter richtigen Voraussetzungen vor sich und trotzdem wusste niemand auf der Imperialen Akademie, wo diese drei Angreifer letzten Endes hin versetzt wurden oder sogar komplett gefeuert wurden. Kein anderer imperialer Kadett würde sich an Thrawn und Eli Vanto heranwagen, weil man nicht wusste, was mit denen passiert, die es taten. Und der Rest der Ausbildung verlief wie am Schnürchen. 3 Monate später bekam Thrawn dann letzten Endes sein Lieutenant-Abzeichen. Eli Vanto wurde Ensign. Sozusagen der absolute Standardrang, den man nach Abschluss der Ausbildung in der Imperialen Akademie bekommen würde. Letzten Endes wurden beide auf die Bloodcrow versetzt, einem Gosanti-Frachter. Wer nicht weiß, was ein Gosanti-Frachter ist, dazu habe ich auch ein separates Video gemacht, das seht ihr jetzt oben in der Infobox verlinkt. Thrawn sollte ja als zweiter Waffenoffizier dienen. Doch was Eli Vanto bevorstand, damit rechnete er selbst nicht. Er sollte der persönliche Adjutant von Lieutenant Thrawn werden. Beiden war hier zwar klar, dass normalerweise kein Lieutenant einen persönlichen Adjutanten hatte, der ihm direkt unterstellt war, doch trotz alledem einigten sich die beiden darauf, das Ganze so weiterzuführen, auch wenn Eli Vanto sichtlich nicht zufrieden war. Und so beginnt die Reise als Offizier, Lieutenant Thrawn. Liebe Freunde, wenn ihr den ersten Teil noch einmal anschauen möchtet, jetzt oben in der Infokarte verlinkt und es gibt schon eine Fortsetzung, Teil Nummer 4 quasi, den habe ich am Anfang gemacht, um zu schauen, ob ihr euch mit dem Thema irgendwo identifizieren könnt zur Probe, der natürlich auch jetzt gerade oben in der Infokarte verlinkt. Ansonsten abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Glaubt mir, diese Glocke zu aktivieren, die hilft wirklich, um die täglichen Videos kein einziges Mal zu verpassen. Es lohnt sich jeden Tag. In diesem Sinne, guckt hier vorbei. Dankeschön an alle Kanalmitglieder. In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein oder eher, lang lebe das Imperium!